Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ja, und somit zu meinem allerersten Try-on-Haul in diesem Jahr. Ja, ich habe natürlich auch bei dem H&M-Sale zugeschlagen, also alle Sachen, die ihr hier seht, befanden sich im Sale. Ich kann euch leider nicht versprechen, ob es die Sachen noch gibt, aber es gibt bestimmt Alternativen oder sowas ähnliches, aber vielleicht habt ihr trotzdem Glück. Die eine oder andere Sache muss ich leider zurückschicken, ihr werdet es sehen, warum. Ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Ich habe auch ein paar Sachen für meinen Mann und für den Kleinen gekauft. Die zeige ich euch einfach nur mal ganz schnell dann. Aber wie gesagt, starten wir mit der ersten Sache. Und zwar zeige ich euch ein BH. Mit dem bin ich leider nicht so zufrieden. Und zwar hier den. Ich habe eigentlich gehofft, dass da wenigstens solche Cups drin sind. Beziehungsweise so ein Futter. Weil, wie ihr sehen könnt, ist es leider doch nicht so blickdicht wie erhofft. Deswegen ja, werde ich das zurückschicken. Also für mich kommt das nicht in Frage, so ein BH zu tragen. Ist immer ganz cool, wenn man das unter irgendwelchen Tops oder so trägt, wo zum Beispiel rückenfrei ist oder sehr weit ausgeschnitten. Finde ich das immer sehr schön mit der Spitze. Aber wie gesagt, für mich kommt das nicht in Frage. Ich blende euch ja wie immer die Preise ein, weil ich sie alle nicht im Kopf habe. Dann zeige ich euch auch noch etwas, was ich ebenfalls zurückschicken werde. Und zwar ist es dieses Shirt hier. Ich fand das an sich ganz cool, auch mit den Schulterpolster. Aber Leute, die Schulterpolster sind so schlecht dran genäht. Generell, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, wer da genäht hat, ob man blind genäht hat oder weiß nicht, was das sein soll. Auch wenn das Shirt nur noch 3 Euro kostet. Aber Leute, ich weiß nicht, was das für ein Kuddelmuddel hier sein soll. Also wie gesagt, das geht auf jeden Fall zurück. Ich habe die meisten Sachen in Größe M, L gekauft. Bei mir schwankt das immer und aktuell mag ich das lieber gerne, wenn die Sachen etwas ja, weiter geschnitten sind. Und dann ziehe ich lieber eine Skinny Jeans oder so drunter an und obenrum etwas weiter, finde ich immer ganz schön. Ja, dann zeige ich euch, wie gesagt, was für den Kleinen. Da habe ich ihn für den Sommer hier solche Shorts gekauft. Das ist so ein Dreierpack gewesen. Das ist jetzt Größe 92. Mal gucken, inwieweit das im Sommer ihm passt. Also aktuell trägt er so 80, 86. Ja, wie gesagt, das war hier so ein Dreierpack, fand ich ganz süß. Hier sind so ganz viele Tiere. Und preislich war das ja jetzt auch ganz okay. Ja, bleiben wir einfach gerade bei dem Kleinen. Da habe ich eben hier nochmal so ein Zweierpack. Ja, das sind solche leichten Jogginghosen. Also die sind jetzt nicht sonderlich dick, sondern eher ganz dünn. Ja, zwei Paar sind da jetzt in dem Pack. Ist Größe 86, passen eben also jetzt schon. Ja, die Farben fand ich ganz schön. Jetzt so für den Frühling. Fand ich die ganz süß. Genau, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr in diese Folie verpacken. Habt ihr ja extra alles für euch hier nochmal so gelassen, wie es ist. Ja, dann kommen wir zu etwas, was ich mir ganz anders vorgestellt habe. Und zwar diese Jogginghose hier. Die ist, ich weiß gar nicht, aus was für ein Stoff. Müsste ich selber reinschauen, Leute. Auf jeden Fall etwas glänzender. Ja genau, 100% Polyester, war ja klar. In Größe M und ich bin ja jetzt nicht die Kleinste, aber auch nicht die Größte. Also ich bin 1,68 groß. Aber diese Hose, ich weiß nicht, für wen die gedacht ist. Also wie gesagt, ist Größe M viel zu groß, viel zu lang. Also wie gesagt, die geht auf jeden Fall auch zurück. Bin ich sehr enttäuscht. Habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Dann habe ich mir ein Longshirt oder wie auch immer man das nennt, so ein Kleid bestellt. Das hat hier solche weiten Ausschnitte, aber ich muss sagen, es sieht so furchtbar aus, angezogen, also wirklich wie ein Sack. Klar, man kann das so drunter anziehen, aber hier, sowas brauche ich nicht, vor allem, weil ich was Ähnliches auch hier schon in der Bestellung habe. Deswegen geht das auch zurück. Das ist hier in Größe M, wie gesagt, übelst groß geschnitten und ja, sitzt einfach furchtbar. Natürlich habe ich jetzt auch bei den ganzen Looks, die ich euch zeige, was heißt Looks, Try-Ons, habe ich keine Schuhe, nichts an. Würde natürlich noch anders aussehen, wenn man das Outfit komplett macht mit Schuhe und. Aber naja, dann habe ich mir hier so einen coolen Sweatshirt bestellt. Also fand ich echt cool. Ich habe nämlich noch keine Sweatshirts in Crop-Optik. Aber hier den fand ich super cool, auch mit diesem Love-Aufnäher. Ich zeige es euch so rum, sorry. Das ist hier in Größe L. Wie gesagt, fand ich super cool. Kann man einfach entweder ganz ohne irgendwas drunter anziehen oder man zieht zum Beispiel so ein enges sportliches Kleidchen und das dann drüber. Finde ich auch ganz cool. Wie gesagt, ist in Größe L. Also habe ich mir extra in Größe L bestellt. Gab es bestimmt auch noch in M. Aber ich dachte mir, lieber etwas größer. Je nachdem, vielleicht will man auch ein Hemd oder so drunter anziehen. Sieht bestimmt auch ganz cool aus.
Dann habe ich für Henry schon mal was für Weihnachten in Zukunft, also jetzt für nächstes Weihnachten bestellt. War nämlich im Angebot und zwar so ein Weihnachtspulli. Das ist eigentlich immer die beste Zeit, Sachen für, ja, zum Beispiel solche Weihnachtspullis. Wenn ich den Weihnachtspulli kurz vor Weihnachten kaufen würde, würde ich viel mehr Geld ausgeben. Und jetzt habe ich hier einfach in der Größe 98, also wie gesagt, das wird ihm bestimmt passen, gekauft und fand ich ganz süß. Wie gesagt, war ja im Angebot, war ja nicht mehr so viel wert, so viel teurer, also wie soll ich sagen, war ja nicht mehr so teuer. Ja, dann habe ich noch was für ihn gekauft, das sollte ich machen, aber das ist wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr ihm noch viel zu groß. Und zwar so ein Weihnachtskostüm, ich fand das auch irgendwie süß als Gag einfach nur. Das ist nämlich Größe 98, 104. Wir werden mal gucken, hier steht ja 2 bis 4 Jahre, also er wird ja dann 2. Zur Not kann man ja die Beinchen nochmal umkrempeln. Und dazu gab es auch noch so eine Weihnachtsmütze, also ganz süß. Ja, finde ich ganz cool. Irgendwie, wie gesagt, einfach so als Gag. Vielleicht machen wir ja wieder irgendwelche Weihnachtsbilder. Dann habe ich mir Unterwäsche, also Slips bzw. Strings bestellt. Und zwar ist es hier ein 7er-Pack. Und zwar hier solche Baumwoll-Strings in Schwarz brauche ich immer. Also ziehe ich wirklich überwiegend an, entweder in Schwarz oder in Hautfarbe. Größe M, wie gesagt, ist ein 7er-Pack, richtig gut. Ja. Und in M passen die mir auch gut. Also hatte ich auch schon mal. Deswegen, ja, brauche ich gar nicht verpacken. Dann habe ich mir noch einen hautfarbenen BH bestellt. Ich muss sagen, an sich finde ich den sehr, sehr cool. Also sieht wirklich super aus. Auch angezogen, super bequem. Was mir aber nicht so gut gefällt, ist, dass das Innere, also diese... dieses Innenfutter, ihr wisst, was ich meine, was man auch rausnehmen kann, diese Cups, dass das nicht... Das fühlt sich so an, als wurde es schon mal gewaschen und nicht gut gewaschen. Kennt ihr das, dass das so Rillen bekommt? Und genau so ist das. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt hier in der Kamera. Also, ja, hier ist es zum Beispiel extrem. Also, könnt ihr sehen, dieser Knick hier. Naja, ich werde den trotzdem behalten. Wie gesagt, super bequem. Und ja, war jetzt auch nicht teuer. Ich habe auch gesehen, dass es auch in Schwarz gibt. Hätte ich mir auch noch bestellen sollen. Habe ich leider verrafft. Dann habe ich mir eine richtig bequeme Hose bestellt, die ist wirklich cool. Die ist zwar ein bisschen weit am Bauch, aber hey, man weiß ja nie. Manchmal habe ich so einen Blähbauch, da bin ich froh, dass ich etwas habe, was etwas weiter ist. Und ja, wie gesagt, so sieht die aus. Die Farbe finde ich super schön. Das ist wie so ein gestricktes, ja, Strick würde ich das nicht nennen. Ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, was das für ein Stoff ist. Aber super luftig. Und habe ich in Größe M ebenfalls bestellt. Wie gesagt, bei H&M fallen die Hosen so übelst lang aus. Vor allem diese chilligen Leggings, Stoffhosen und. Aber fand ich trotzdem cool. Werde ich auf jeden Fall behalten. Die Farbe finde ich sehr schön. Und auch die, diese Cuts, beziehungsweise dass es so unten ausgeschnitten ist, fand ich auch super, super schön. Ich glaube, davon gab es auch mal so ein Oberteil. Aber das ist auch wieder so... Träger, wie sagt man, ärmellos, mag ich nicht so sehr, weil ich mit meinen Oberarmen nicht so zufrieden bin. Seit der Geburt von den Kleinen habe ich echt heftige Oberarme und deswegen, ja, mag ich es nicht so. Dann habe ich mir richtig random einfach so einen Sticker für Handy bestellt. Ich glaube, es hat nur 99 Cent gekostet, ein A für Annie. Ja, ich fand die Farbe schön, aber andererseits echt total bescheuert. Naja, ich behalte's. Was soll's. Dann habe ich mir ein Oversize-Hemd bestellt in so einem Blau, ja, Blauflieder, ja, Blau würde ich sagen. Fand ich auch ganz cool, weil man das einfach so vielseitig tragen kann. Also man kann das einfach aufgeknöpft über einen Top tragen. Man kann das im Urlaub, keine Ahnung, wenn man Bikini anhat, einfach wieder drüber werfen. Man kann es aber auch vorne zubinden, ein bisschen bauchfrei tragen. Oder auch im Herbst, Winter kann man auch was drüber anziehen. Also wie gesagt, das Hemd ist echt vielseitig. Die Ärmel kann man hochkrempeln. Man kann sie aber auch unten lassen. Fand ich super schön. Auch Größe M. Wie gesagt, ist ein Oversize-Hemd. Und dazu passend finde ich diese Strickweste. Fand ich auch super cool. Also jeder ist ja aktuell so im Polunder-Fieber. Also ich weiß gar nicht. Früher fand ich Polunder so furchtbar. Mein Bruder hatte immer welche getragen. Aber jetzt ist es ja der Trend und ich denke, dass es jetzt in dem kommenden Herbst genauso sein wird. Ich habe gesehen, dass es aber hier und da mal Macken hat, dieser Polunder. Aber ich werde es trotzdem behalten. Das ist hier jetzt in Größe L. Und wie gesagt, mit so einem Oversize-Hemd sieht das richtig, richtig cool aus. Aber auch mit einem so einem ganz feinem Rolli wird das bestimmt auch sehr schön aussehen.
Dann bleiben wir bei Oversize-Hemden. Da habe ich mir auch nochmal einen hier in so einem Puderton, würde ich sagen, bestellt. Finde ich auch super schön. Wie gesagt, kann man auch super im Sommer anziehen. Im Herbst, im Winter einfach vielseitig einsetzbar. Ist in Größe M. Und ja, passend dazu habe ich auch noch ein Polunder, beziehungsweise so eine Weste. Die, muss ich sagen, fällt doch noch größer aus, als ich dachte. Ich habe gehofft, dass man das hier am Rand verstellen kann. Aber dieser Rollkragen, ich finde das so schön. Wirklich. Vor allem, denke ich mal, wenn man so unterwegs ist und man hat einen Mantel an und dann vielleicht nur das hier mit einem engen Shirt drunter, Langarm-Shirt, sieht das bestimmt auch cool aus, weil man denkt, man hat dann einen Strickpulli an. Weil, kennt ihr das? Diese Ärmel stören dann immer so unter den Jacken. Und hier hat man das zum Beispiel nicht. Wie gesagt, da sind auch ein, zwei Macken, habe ich gesehen. Also hier ist einmal so ein Webfehler und hier auch, aber hey, halb so schlimm. Finde ich trotzdem ganz cool. Die Farbe gefällt mir super gut und auch das Strickmuster gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mir ein Hemdkleid bestellt. Und zwar hier das. Das ist in so einem Beige-Weiß-Ton mit kurzen Ärmel. Wie gesagt, ich mit kurzen Ärmel bin jetzt aktuell kein Fan von, aber im Sommer ist man doch froh, wenn man etwas Lockeres anhat und einfach luftig. Das Kleid ist auch wirklich luftig und deswegen habe ich euch ja auch hier gezeigt, wie man das mit einem Gürtel kombinieren kann. Es war jetzt nur so ein Beispielgürtel, sieht vielleicht extrem aus mit dem Schwarz. Aber wie gesagt, man kann ja auch einfach ein Tuch oder so ein schönes Seidentuch oder so umbinden. Finde ich sehr, sehr schön für den Sommer. Habe ich jetzt in Größe M bestellt und werde ich auf jeden Fall behalten. Ich liebe solche Streifenhemden sowieso sehr. Dann habe ich mir für den Sommer, Frühling noch so eine luftige Hose bestellt, die, ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff ist, so ein Satin-mäßig, sehr, ja, sehr luftig, auch sehr blickdurchlässig, finde ich aber trotzdem geil, also ist 100% Polyester. Kann sein, dass man sehr schwitzt, vor allem wenn man dann im Auto sitzt, wenn es heiß ist und man aufsteht, hat man bestimmt da Schweißflecken am Po. Ich neige dazu. Trotzdem finde ich sie super cool, also werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist jetzt in Größe M. Die hat vorher 15 Euro gekostet. Ja, und die Farbe finde ich auch sehr schön, weil es einfach, wie gesagt, luftig ist und ja, im Sommer ganz schön. Dann habe ich mir noch ein BH bestellt. Muss ich sagen, finde ich super, super gut. Also das ist aktuell genau das, was ich mag. Also ich mag diese Stoff-BHs ohne Bügel drinne, die einfach super sitzen. Also meine Brust hat ja echt an Form oder wie sagt man, an Fülle verloren, seit ich jetzt auch nicht mehr stille. Ja, finde ich aber trotzdem, ich brauche keinen Push-Up. Ich finde das einfach super schön und auch mit dem Gerippten kann man auch super irgendwo drunter anziehen. Habe ich jetzt in Größe 38 bestellt und das sitzt auch echt gut. Habe ja doch vom Umfang sehr zugenommen, ein breites Kreuz bekommen. Habe ich euch bestimmt schon erzählt. Dann habe ich mir noch Socken bestellt. Die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht aufgemacht. Die mache ich einfach auch gerade mal auf. Das ist ein Fünferpack. Genau, Fünferpack Socken. Die sind etwas länger, weil ich habe letztens noch zu meinem Mann gesagt, ich muss mir unbedingt mal Socken kaufen, die etwas länger sind. Okay, hier ist jetzt alles. Ich muss es aufschneiden. Auf jeden Fall super schön in so Pastelltönen. Die sind etwas länger. Finde ich im Sommer auch richtig cool, wenn man so ein Skaterkleid anhat mit irgendwelchen, zum Beispiel Vans, Chucks oder so. Und dann einfach mal solche schönen Socken, die etwas hochgezogen sind. Gefällt mir sehr gut, so ein Stil. Ja, dann habe ich mir hier nochmal solche Tennissocken bestellt. Das ist ein Dreierpack schwarz, grau und weiß. Ich hatte auch schon welche. Aber meine sind einfach schon so abgelatscht sozusagen. Deswegen habe ich mir nochmal ein Pack bestellt. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir, wie schon eben angekündigt, so ein Shirtkleid bestellt. Deswegen schicke ich das andere zurück. Hier gefällt es mir gut, dass es ein ganz normale Ärmel sind. Und die Länge finde ich super. Und wie ihr sehen könnt, kann man das auch super mit so einem Hemd anziehen. Da kann man auch einen Pullunder drüber ziehen. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten mit einem Gürtel. Oder einfach so, wie es ist. Einfach eine Jeansjacke drüber. Mega. Oder eine Lederjacke. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat mein H&M Try-On-Haul gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lassen würdet. Und schreibt mir gerne auch was in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!